Es ist ein Frankfurter Kiosk wie jeder andere. Es gibt Alkohol, Süßigkeiten und Kleinkram. Alles schön bunt und hell präsentiert. Doch halt, irgendwas stimmt hier nicht. Die Sachen haben komische Namen und nimmt man sie in die Hand, sind sie unnatürlich leicht. Und schmecken tut hier auch nichts. Es sei denn, man isst gern Papier oder Pappe. Das hier ist Kunst. Ausgedacht von der 53-jährigen Silke, genannt Silky Toss. Sie kommt, na klar, aus Berlin. Inspiriert wird sie von Alltagsprodukten aus unseren Supermarktregalen. Wenn man sich die ganze Zeit mit Werbung und Werbetexterei schon so beschäftigt in der künstlerischen Arbeit, dann ist der Weg eigentlich nicht mehr weit, mal wirklich selber Produkte herzustellen. Viele der Objekte sehen erstmal so echt aus, dass die Passanten darauf reinfallen. Die Reaktionen sind eigentlich unterschiedlich. Also manche denken, kommen hier wirklich her und wollen sich eine Tüte Chips kaufen oder was zu trinken oder ein paar Zigaretten und merken dann, dass es eben doch kein echter Kiosk ist. Und manche Leute sind doch sehr amüsiert und fangen dann auch an, mit mir zu kommunizieren, was ich auch ganz toll finde. Also das ist doch ein sehr lebendiges Projekt hier. Und vor allem lerne ich mal ein paar Frankfurter kennen, die sind ja auch gut drauf. Frankfurt zeigt sich hier von seiner besten Seite. Naja, nicht immer. Aller Anfang war schwer, es galt Überzeugungsarbeit zu leisten. Als ich aufgebaut habe, da sah man schon, dass das hier, die ganzen Produkte standen hier rum. Und da kam die Nachbarin und sagte, wir wollen hier in unserer Straße keinen Kiosk haben. Und dann habe ich das versucht zu erklären, dass es eine Ausstellung ist. Und sie war aber da ganz vehement und sagte, nein, wir wollen hier keinen Kiosk haben. Als das dann hier fertig war, haben wir uns dann vertragen. Die verrückten Produkte denkt Silke sich aus. Sie sind manchmal nah an der guten Geschmacksgrenze, aber immer irgendwie auch lustig. Psycho-Flips, dann gibt es hier die Super Machos, Badass Flavor, International. Schmecken also überall gleich. Immer der gleiche Typ. Dann haben wir hier auch noch so Glory Holes, so Donuts sozusagen. Auch sehr lecker. Und auch für die Hessinnen gibt's tolle Sachen. Frankfurter Würstchen und vielleicht demnächst noch mehr. Ich habe jetzt auch noch Rohlinge dabei und werde noch mal so eine Frankfurter Serie machen. Mal gucken, was da rauskommt. Hergestellt werden die Fake-Lebensmittel alle in Handarbeit. Die Rohlinge aus Pappmaché werden bemalt und beschriftet und haben wie bei Künstlern üblich natürlich auch eine Aussage. So wie die Freiheit zum Mitnehmen. Als die Pandemie angefangen hatte, dann war das eben einfach auch so ein, die Freiheit. Also eigentlich, dass man, was selbstverständlich war, dass es dann auf einmal nicht mehr selbstverständlich war. Und es war dann einfach so ein Begriff, der dann immer wieder aufkam. Und habe ich dann eben so als Produkt gemacht. Freedom to go. Silke spielt auch in einer Band. Der Bezug zur Musik ist unübersehbar. So entdecken wir den Meilenstein des Punkrock. Aus Sex Pistols Nevermind the Bollocks wurde hier aber dann Nevermind the Gallery. Und auch Iggy Pop's Sixpack ist dabei. Dazu gibt's dann das passende Produkt für die Schönheit. Das ist hier die Punks Not Dead Anti-Aging-Stuff-Creme, also da muss man sich damit einschmieren und dann sieht man immer ungefähr so aus. Blaue Haare und super Iro. Ja, ist ganz gut. Die bunten Unikate kosten ab 20 Euro für die Zigarettenschachtel und bis hin zu 500 Euro fürs Nina-Hagen-Schild. Also, wer gern Pappe isst oder zumindest anschaut, der Kiosk in der Galerie Der Mixer hat noch geöffnet bis zum 26. Februar. Immer mittwochs bis sonntags in der Frankfurter Fahrgasse 22.